Hallo zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich muss noch ein bisschen leise reden, weil es ist jetzt gerade 20 nach 5 und ich bin schon fertig gemacht und stehe in der Küche und frühstück gerade was. Ja, um so eine Uhrzeit habe nicht mal ich Hunger, aber ich kann ohne Essen nicht aus dem Haus. Ich fliege heute nach Leipzig und nehme da am Fahrsicherheitstraining Vorfahrt für deine Zukunft von Ford teil. Das geht jetzt vom 7., also von heute, bis Freitag, bis zum 10. Richtig. Und da sind jeden Tag jeweils zwei so Fahrsicherheitstrainings, die kostenlos sind. Also das heißt, wenn ihr aus der Nähe kommt und die Möglichkeit habt, da noch vorbeizuflitzen, ich poste euch den Link zur Anmeldung in die Infos, dann könnt ihr da noch mitmachen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Sache, dass man so auf Fahrsicherheit und sowas achtet. Ich bin aber sehr spät dran und deswegen muss ich jetzt schnell essen und dann losgehen. Ich bin jetzt an der S-Bahn. Ich habe festgestellt, ich habe ein Loch in meinem Oberteil. Und sowas kann ich gar nicht leiden. Das sehe ich jetzt die ganze Zeit und das stört mich die ganze Zeit. Ich hoffe, ich habe das so richtig in Erinnerung, dass man nur eine halbe Stunde vorher da sein muss, weil Boarding fängt in ungefähr einer Viertelstunde an. Also ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Es hat alles funktioniert und ich bin jetzt auf meinem Weg ins Flugzeug rein. Das Wetter ist einfach so schön. Also, seht ihr es? Und in Leipzig ist es anscheinend auch so schön. Und ja, jetzt geht's gleich los. Der Flug dauert eine Dreiviertelstunde. Das ist so krass. Also das ist ja gar keine Zeit. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Fahrtraining. Oh mein Gott. Angekommen. Und ich habe festgestellt, ich war tatsächlich noch nie in Leipzig. Und jetzt muss ich erstmal meinen Ansprechpartner von Ford suchen. Und auch schon auf dem Messegelände. Und jetzt schauen wir uns gerade mal an, was hier so passieren wird, weil wir sind ein bisschen früh dran. Und hier hinter mir könnt ihr schon die Strecke sehen, beziehungsweise so ein Teil davon. Also wir versuchen uns gerade mal erstmal noch überhaupt zu orientieren. Aber da ist irgendwie so, da sind so Hütchen aufgebaut. Sieht auf jeden Fall alles sehr eng aus. Dann ist hier Hütchen mit einem Auto und einer Wand am Ende. Bin ich mal gefahren? Das demonstrieren wir auf dieser Fläche dort. Super. Hier ist hier. Das war jetzt zum Beispiel gerade ein Auto, was an den hinteren beiden Reifen so, wie nennt man denn sowas? Okay, so Dinger drum hatte, die kein Profil hatten. Also so, dass die hinteren beiden Reifen komplett glatt waren. Und wenn man dann mit Karacho um die Kurve fährt, dann bricht das Auto halt hinten aus und dann muss man das wieder einfangen. Bin ich ja mal sehr gespannt. Ich habe gerade die coolste Kaffeeteemaschine ever entdeckt. Da gibt es so Plastikdinge und die schiebt man da rein. Also ich mache mir jetzt gerade einen englischen Tee. Und dann öffnet sich da so ein Fach und dann muss man da dieses Paket reinschieben. Und dann kommt der Tee raus. Oh mein Gott. Marie wird dann heute auch mitfahren und das Ganze ein bisschen begleiten. Und wird dann wahrscheinlich den einen oder anderen auch mal filmen, damit sie mal ein bisschen Eindruck von euch gewinnt. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Teststrecke, wieder mal, nachdem wir jetzt eine Einführung gekriegt haben. Und wir sind sehr aufgeregt, was jetzt so auf uns zukommen wird. Wir haben ja vorhin schon mal, also der Fabio und ich, schon ein bisschen spickeln können, was da so aufgebaut ist. Und ja, freust du dich? Oh ja. Ja, ist auf jeden Fall schönes Wetter. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Man kann in kurzer Hose und so unterwegs sein. Man muss sich nicht einpacken. Es regnet nicht. Das würde, glaube ich, alles noch ein bisschen zäher machen. Oh ja. Und jetzt werden wir da einfach mal rumdüsen und unseren Spaß haben. So? Nee, auch ein bisschen nach vorne, bitte. Noch ein bisschen. Nach vorne? Na klar. Ja, okay. Anschneiden. Ne, da hingucken immer so. Dann fahren wir auch einen schönen großen Bogen, die schneller werden. Bisschen Gas geben, links lenken. Gas geben und ganz schön links lenken. Gas weg, rechts lenken. Ja, okay, atmen. Lenken muss schon, aber es geht. Ja. Nichts mit den Pedalen machen, keine Kupplung treten, nichts, sonst arbeitet ESP nicht mehr. Ah, okay.
So, ich sitze jetzt wieder hinten drin. Das war die erste Übung. Oh mein Gott. Das ist schon aufregend. Also, der Instructor hier ist völlig entspannt, aber... Das kam echt unerwartet. Aber ich bin gerade so ein bisschen... Und das ist so ein ungewohntes Gefühl. Also das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wo diese Dinger hinten um die Reifen sind und dann rutscht der Po vom Auto so weg und dann muss man wieder gegenlenken. Und ich hoffe, in diese Situation kommt man einfach niemals rein. Es ist ein widerliches Gefühl irgendwie. Aus dieser Übung jetzt habe ich gelernt, dass es wichtig ist, dass die guten Reifen hinten hinkommen. Weil wenn man so... schnell mal bremsen muss und dann um eine Kurve fährt, dann fliegt das Auto hinten weg und 75% der Bremskraft geht auf die Vorderachse. Und wenn man dann hinten Reifen hat, die kein Profil haben, dann rutscht einem der Arsch vom Auto rum. Das habe ich gerade aus dieser Übung mitgenommen. So, wenn du das so hast, ich glaube... Nicht so heftig. Meine Scheibe ist kaputt. Weil deswegen sitzt sie auch. Wir sind auf dem Weg zur Station Speed. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ist das jetzt schnell irgendwo durchfahren? Ich glaube, das ist jetzt dieser Parcours. Ah. Ja, schön mal 30. Guck nicht auf die Schilder, hör nur auf mein Kommando. Mhm. Das kommt ja auch relativ plötzlich. Stopp! Super. Okay. Präg dir das mal ein. Was glaubst du, wo wir denn nachher bei 50 zum Stehen kommen werden? Wahrscheinlich zwischen 28 und 23 dann. Mhm, okay. Würde ich jetzt. Dann fahren wir erstmal weiter. Mach deine Augen ganz weit auf. Fixier dich nicht auf eine Ampel. Dann geht es meistens in die Hose. Was war das denn für ein Bremsmanöver, Mariechen? Hä? Das können wir aber besser, ne? Irgendwie war die so früh. Ich habe mit gerechnet, dass es noch viel länger dauert. Boah, ich sitze jetzt wieder hinten. Der Fabio ist jetzt dran. Was braucht man nachher zum Ausweichen auf alle? Stopp! Super Reaktion und auch super Bremsweg. Wichtig ist, dass du nicht vergessen, ich gehe Also ja, so eine Vollbremse macht man ja nicht alle Tage, ne? Ja, natürlich. Das ist echt. Und vertue dich aber nicht. Anstrengend, aufregend. Wenn du das Ganze im Winter machst, bei Neuschnee. Ja, aber cool. Also es ist auf jeden Fall, ich kann es nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen, weil das sind Sachen, die machst du im Alltag nicht. Und es ist wichtig, dass man darauf vorbereitet ist. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, weil ich sowas immer aufregend finde und mein Gesicht glüht wie eine Tomate. Als nächstes geht es hier um ein Reaktionsspiel, bei dem man so Knöpfe, die dann leuchten, drücken muss und so schnell wie möglich in 60 Sekunden so viele wie möglich drücken. Und ich bin sehr gespannt, weil so richtig hell leuchten die jetzt nicht. Das ist schon so ein bisschen, was? Und außerdem ist es hier drin total hell und ich stehe die ganze Zeit so da. Oh, ist das viel so. 58! Immerhin! Nur zwei schlechter als der Fabio! Das war Bremsen bzw. Reaktion. Weiter geht's zum technischen Part, wo wir jetzt Sachen gezeigt kriegen, die man wissen sollte, die man aber nicht weiß oftmals. Sie meint jetzt gerade zum Beispiel sowas wie Öl wechseln und so. Also, das ist cool, weil das ist halt so einmal breit alles abgedeckt und dort so Sachen, mit denen man sich halt sonst nicht so viel auseinandersetzt. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas mal zu machen. Dann macht das, auf jeden Fall. Und falls ihr spontan seid und euch noch anmelden wollt, dann könnt ihr das jetzt auch noch tun. Also wie gesagt, es ist kostenlos und alle Infos findet ihr in den weiteren Informationen von diesem Video. Weil das ist wirklich wichtig, es geht um eure Sicherheit und es ist richtig cool, wenn man sowas mal gemacht hat. Also ich glaube, mein Opa ist begeistert, weil der möchte schon, dass ich sowas seit Jahren mache. Und jetzt mache ich's. Marie, was du machst, habe ich ja jetzt mitbekommen, aber du hast ja auch mal in der Schule Mathematik gehabt, ne? Ja. Kannst du mal bitte 20 plus 7 rechnen? 27. Minus 3? 24. Ja, mal 4 bitte. 24 mal 4? Ja. 96? Einmal geteilt durch 2 bitte. was war überhaupt nochmal die Zahl? 96. So, also das hier war doch nicht die Technik.
Station, sondern die Station Ablenkung. Man musste hier so einen Parcours fahren. Es geht jetzt auch gar nicht so um Geschwindigkeit oder Hütchen umnieten, sondern einfach nur ums hier durchfahren und sich dann ablenken lassen. Zum Beispiel durch Rechnungen oder Radio anmachen oder solche Sachen. Was nehme ich hieraus mit? Fabio, was nimmst du hier mit? Konzentration ist das Wichtigste. Konzentration. 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 Immer noch am Stand von der Ablenkung habe ich jetzt hier gerade eine Rauschbrille bekommen, die simulieren soll, als wäre man betrunken. Gebt euch mal, wie ich damit aussehe. Ich weiß nicht mal, ob ich im Bild bin, weil ich überhaupt nichts sehe. Und da kann man echt auch nur ganz kurz durchgucken, weil dann wird einem sofort schlecht. Und dabei müssen wir da versuchen, einen Ball zu treffen und gegen so eine Wand zu schießen. Wir haben das gerade schon mal nüchtern probiert und ja gut, okay, bei mir hat es jetzt auch nur semi-gut funktioniert, aber immerhin funktioniert. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze betrunken auswirkt. Warum sind meine Füße einen Meter weiter vorne? Oh. Hey! Das ist doch besser als nüchtern! Hauptsache, ich mache das mit der Rauschbrille besser als ohne. Wenn du Fußball spielst, dann bitte nur im angetrunkenen dann Zustand. Dann nur im angetrunkenen Zustand. Puh. Ich habe mich gerade freiwillig gemeldet, mich jetzt als 80-Jährige umbauen zu lassen. Also ich kriege jetzt gleich so verschiedene Gewichte angezogen und irgendwelche Einschränkungen wie eine Halskrause und eine Brille und Kopfhörer und muss dann hier verschiedene Aufgaben erledigen und mich eben fühlen, als wäre ich alt. Und weil sowas passiert natürlich im Fahralltag auch, dass man Leute trifft, die eingeschränkt sind und dass man denen gegenüber geduldig ist. Ich habe jetzt hier diese weiße Kugel in der Hand. Würdest du die mal bitte nehmen und da auf die Pylone, in die Pylone legen? Oben rein? Ja. Okay, danke. Darf ich dich zurück begleiten? Ja. Okay, krass. Wow. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Also immer schön nett sein zu alten Leuten, ja? Und nicht böse sein, wenn die mal langsam fahren. Richtig, nicht gleich hupen. Jetzt sind wir aber an besagter Technikstation angekommen. Und hier hinten unter dem Zelt steht ein Auto mit offener Motorhaube, wie ihr sehen könnt. Und wir müssen so eine Checkliste von Sachen jetzt wohl abarbeiten. Fahrschule ist bei mir 5 Jahre her. 4 Jahre? 5 Jahre. 5 Jahre, oh mein Gott. 5 Jahre her. Ja, und seitdem habe ich mich nie wieder mit dem Innenleben eines Autos beschäftigt. Also Standlicht. Wie läuft denn das jetzt bei so einem... Oh, Jesus. Also das ist ja theoretisch das. Was ist denn das Standlicht? Warum muss ich das überhaupt machen? Warum sitze ich hier drin und nicht auf dem Beifahrersitz? Das ist denn der erste Schalter, wenn du Licht anmachst. Warum geht das? Funktioniert das überhaupt so? Haben wir. So, ich habe jetzt noch mehr Respekt vor noch mehr Menschen, nicht nur vor alten Leuten, sondern auch vor Lkw-Fahrern. Wir hatten gerade die Möglichkeit, uns mal in einen reinzusetzen und hinten dran wurde ein Auto geparkt. Kann man das überhaupt erkennen hier hinten? Das ist 10 Meter von dem Lkw weg und man sieht das Auto komplett gar nicht. Also wenn man echt da oben sitzt, du siehst nichts. Du siehst den Schatten von dem Auto auf dem Boden und das war's. Und generell sieht man in dem Lkw nichts. Also, oh, ich muss mal in den Schatten gehen. Du siehst einfach nur... Also ich habe nur Lenkrad gesehen, man hat mich nicht mal gesehen. Was war das? Oh. Oh. Auf jeden Fall, haltet genug Abstand zu LKWs. Wenn ihr euch aufregt, dass die ausscheren, genau dann, wenn ihr sie überholen wollt, die sehen euch nicht. Believe me. Also krass und das ist richtig viel Abstand, finde ich. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Offiziell ist meine Session jetzt erstmal vorbei. Also was heißt erstmal? Sie ist vorbei. Ich habe auch mein Zertifikat bekommen, dass ich hier teilgenommen habe. Und ihr seht, ich habe eine super schicke Warnweste, ein Warnwestenkleid an. Und jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit, bis mein Flug geht. Deswegen, wir haben gerade Pause gemacht und so. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Teststrecke. Und werden da einfach mal noch gucken, ob ich hier und da noch mal irgendwas ausprobieren kann und wir vielleicht, ja, keine Ahnung, noch irgendwas Witziges ausprobieren können. Okay.
Event ist vorbei und wir laufen jetzt gerade zum Auto, um dann zurück zum Flughafen zu fahren, weil es jetzt schon wieder für mich nach Hause zurückgeht. Ich fand es richtig, richtig cool. Es hat mich mega gefreut, so viele von euch auch zu treffen und dass ihr Lust hattet, herzukommen und das Ganze auch mal auszuprobieren. Also heute früh waren ein paar Mädels dabei und jetzt in der Nachmittagssession auch noch. Und ich glaube, es hat allen richtig viel Spaß gemacht. Also zumindest hatte ich so den Eindruck und was sie mir so erzählt haben. Und wie gesagt, mir auch. Also ich kann es wirklich euch nur ans Herz legen, weil das ist so wichtig für die Sicherheit, dass man da einfach, ja, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum das in Deutschland nicht schon längst Pflicht ist, dass man sowas machen muss. Keine Ahnung. Also wenn ihr sowas kostenlos tun könnt und die Gelegenheit habt, nutzt sie! Es macht so viel Spaß und es geht nicht nur ums Rumrasen, sondern echt ums Gefühl fürs Auto kriegen. Und ja, dann war es das jetzt wieder mit diesem Video. Auf meinem Hauptkanal wird später auch noch ein Video online kommen. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!